Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Goodbye Matrix. Ich bin gerade in Jerewan, Armenien unterwegs und in diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du als Unternehmer vielleicht ein bisschen umdenken musst im Bereich Banking und Banking-Optionen. In der Vergangenheit sind sehr, sehr viele Leute auf mich zugekommen und die mir gesagt haben, Sergio, ich habe extreme Probleme mit meinen Bankkonten als Unternehmer, weil ich gewisse Umsätze einfach fahre mit meinem Unternehmen. Ich habe andauernd Compliance, die Compliance-Abteilung meldet sich andauernd bei mir und sagt mir, ich soll die und die Dokumente nachreichen und die kommen damit nicht zurecht, dass ich irgendwie 100.000 Euro im Monat Income habe oder sowas. Und das liegt hauptsächlich daran, dass die meisten Leute nicht richtig beim Thema Banking reden als denken als Unternehmer. Ja? Das bedeutet, wenn ich Unternehmer bin, sollte ich halt meine Bankstrukturen unterteilen in mehrere Abteilungen, könnte man sagen. Ja? Das heißt, wir brauchen ein funktionales Konto, womit wir andauernd Gelder entgegennehmen können, welches wir als Transaktionskonto nutzen können, wenn man halt hohe Umsätze halt hat. Auch wo man hohe Umsätze drüber fahren kann und die Bank daran gewöhnt ist. Ja? Als Beispiel könnte man jetzt hier zum Beispiel mal nehmen, einfach Bank of America in den USA, wo man relativ, wenn man hohe Umsätze hat, ohne viele Nachfragen in der Regel von Stripe zum Beispiel, Zahlungen entgegennehmen könnte und ohne dass man halt andauernd sich erklären muss. Währenddessen, wenn ich zum Beispiel normale Fintech-Konten nutze, sowas wie TransferWise oder PayZero, kann es sehr, sehr häufig dazu kommen, dass halt die Compliance-Abteilung sich bei mir meldet und fragt, warum hast du hier diese Summen über unser Konto laufen? Weil die vielleicht gar nicht dafür ausgelegt sind. Ja. Es ist natürlich so, dass generell die Compliance immer weiter steigt und die Anforderungen Anti-Money-Laundering, also auch Geldwäsche, Anti-Geldwäsche-Gesetze und Know Your Customer wird immer mehr verschärft. In manchen Ländern ist es halt einfach, wie zum Beispiel in Georgien oder auch hier in Armenien gerade. Ist auch ein sehr, sehr interessantes Land, um Konten zu öffnen. Aber auch hier wird es schwieriger, Schritt für Schritt. Auch in Georgien sieht man, dass das manche Banken anfangen, mehr nachzufragen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir als Unternehmer unsere Konten strukturieren und nicht nur auf das Thema Geldsparen achten, weil viele Leute verbinden halt mit dem Banking, gerade im deutschsprachigen Bereich, ich möchte möglichst keine Gebühren bezahlen, ja, für mein Bankkonto. Also das heißt, ich möchte ein Fintech haben wie Revolut oder TransferWise und am liebsten 0 Euro für mein Geschäftskonto und alles umsonst und am besten noch beste Wechselkurse. Aber das ist halt die Sache, da sollten wir halt umdenken. Wir sollten halt, wie gesagt, ein Transaktionskonto haben für aktive Geschäftseingänge, ja, wo die Bank auch Bescheid weiß über unser Business, wo sie auch hohe Summen gegebenenfalls abfedern kann und damit keine Probleme hat. Dann haben wir vielleicht auf privater Ebene oder auch vielleicht auf Geschäftsebene ein Transaktionskonto, wo wir unser tägliches Leben oder Kosten mit begleichen können, auch zum Reisen zum Beispiel. Da wären dann zum Beispiel so Fintechs wären interessant, ja. Gerade auf privater Ebene, das heißt, ich habe Revolut, ich habe PayZero, ich habe TransferWise, da habe ich sehr, sehr gute Wechselkurse. Ich kann im Ausland damit sehr, sehr günstig, kostengünstig bezahlen, auch transparent von den Gebühren. Das heißt, ich könnte quasi von meinem Transaktionskonto, wo ich aktive geschäftliche Eingänge habe, auch großes Volumen, könnte ich einfach eine Auszahlung machen auf mein Privatkonto, zum Beispiel TransferWise, richtig, um damit halt zu leben. Je nachdem, wie dein Lebensstil ist, ob es 2.000 Euro im Monat sind oder 10.000, jeder hat ja seinen eigenen Lifestyle, ja. Und hat einfach dieses Geld monatlich auf diesen Konten zum Ausgeben. Und dann hat man eine dritte Bankenstruktur, Geschäftskonten oder auch Privatkonten, wo man vielleicht noch hohe Zinssätze bekommt, ja. Wo man vielleicht Gelder einfach parken kann, vielleicht noch 2-5% Zinsen auf US-Dollar-Deposit zum Beispiel erhält. Auch da haben wir Optionen von Goodbye Matrix, die wir dir aufsagen können. Und ja, das ist halt eine Möglichkeit, die man hat. Aber diese Deposit-Konten, die man dann nutzt, die nutzt man nicht für das tägliche Leben zum Beispiel. Das hat man einfach nur, um ein Term-Deposit zu haben oder ein Certificate of Deposit, um dort halt Zinseinnahmen zu generieren, um halt eine Verzinsung zu generieren, die man vielleicht mit den Fintechs gar nicht mehr hat oder mit der Transaktionsbank, mit der man hohe Volumen einnimmt, auch nicht bekommt, ja, diese Zinssätze. Und wenn man das anfängt, so zu strukturieren und auch noch Sammelkonten hat oder Investmentkonten, dann hat man weniger Probleme mit den Compliance-Abteilungen der Banken, weil man halt eben verschiedene Bankkonten hat, die eben genau dafür passend sind, ja, wo man sie halt für braucht. Einmal für die täglichen Kosten, Ausgaben, wenn man travelt, dass man günstige Wechselkurse hat. Einmal zum Sparen, wo man hohe Zinssätze bekommt. Ja, und auf der anderen Seite dann halt ein Konto, wo man einfach hohe Volumen von aktiven Geschäftseingängen von anderen Kunden oder von Geschäftspartnern entgegennehmen kann. Und genau das ist halt ein Punkt, den du beachten solltest als Unternehmer. Und wenn du das machst, dann wirst du halt wesentlich stressfreier mit Banking umgehen können und wirst weniger Nachfragen haben in Zukunft und auch besser schlafen können. Klar, diese Sache ist nicht immer ganz günstig, weil du hast manche Konten, die kosten dann dementsprechend, je nachdem, was man für Anforderungen hat.
Aber da muss man halt leider einen sauren Apfel beißen und diesen Weg gehen. In diesem Sinne, wenn du diesen Tipp beherzigst, denke ich, wirst du ja wesentlich einfacher mit Banken in Zukunft kommunizieren können und da weniger Probleme haben. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen YouTube-Kanal. Bis demnächst. Liebe Grüße aus Armenien. Ciao.